Signor Cecchetti war müde. Trotzdem wieselte der alte Mann von Nachbar zu Nachbar kreuz und quer durch den Dorso Duro. Sein ganzes Leben war er stolz und zurückhaltend gewesen, ein Mensch, der am liebsten mit sich selbst allein war. Doch jetzt, auf seinen alten Tagen, musste er hinaus, zu den Menschen, zu den Nachbarn, zu den Bekannten und auch zu Unbekannten, wie ein Hamster im Rad lief er, gekleidet in seinen grauen Arbeitsmantel, der wie immer frisch gewaschen und tadellos gebügelt war, durch das Viertel Dorso Duro. Immer das Bild von Giulietta vor Augen, wie sie in einem kahlen Raum unter einem kalten, unbarmherzig flackernden Licht saß und ihn anflehte, mit vor Entsetzen irrem Blick und zerschlagenem Gesicht. Wie sie da saß und stammelnd einen ihr vorgehaltenen Text las. Dieses Bild hatte sich unauslöschlich in ihm eingeprägt. Aiuto, Papa, aiutami, Hilfe, Papa, hilf mir. Dieses Video, das man ihm auf einer DVD zugespielt hatte, war die Ursache seiner Panik. Genauso wie es die Entführer seiner Tochter gefordert hatten, rannte er im ganzen Viertel herum und erzählte es allen, dass er nämlich so bald wie möglich dringend verreisen müsse und seine Tochter, sein einziges Kind, in den USA besuchen würde. Deshalb hat er auch einen Vertreter gesucht und gefunden. Dieser würde ihm seine Rahmenmacher- und Vergolderwerkstatt während seiner Abwesenheit weiterführen. Kurz danach, eineinhalb Wochen später, treibt die Leiche eines nackten Knaben in Canal Grande. Es ist kein einheimisches Kind, es ist ein Kind einer österreichischen Familie. Ciao, Lupino! Er hasste ihn, diesen Spitznamen. Ihn sowie einiges anderes Hassenswertes in seinem Leben verdankte er seiner Mutter. Wie zum Beispiel die strahlend blauen Augen, die zu seinem dichten schwarzen Haar einen merkwürdigen Kontrast bildeten. Seine Mutter hatte seinerzeit darauf bestanden, ihn Wolfgang zu taufen. In späterer Folge nannte sie ihn dann Wölfchen und schließlich Lupino. Lupino Severino. Severino? Lupino? Grunzte der Kleinere von beiden. Lupino wurde bleich und stotterte. Sie? Der Größere legte ihm eine Hand, die die Größe einer Bistecca alla Fiorentina hatte, auf die Schulter und murmelte mit heiserer Stimme. Andiamo! Da er keine Wahl hatte, stand Lupino auf und ging mit den beiden mit. Es waren Männer von Il Piccoletto, dem örtlichen Mafia-Boss. Den, der ihm die Hand auf die Schulter gelegt hatte, kannte er von früher. Als er noch Polizist war, hatte er ihn einmal verhaftet. Piero hieß er. Lupino bekam einen Schweißausbruch. Als sie in ein vor der Osteria wartendes Motorboot stiegen, fragte er, Che cosa è successo, eh? Also was passiert jetzt? Er bekam keine Antwort. Stattdessen setzte sich Piero neben ihn und grunzte neuerlich diesmal zum Motorbootfahrer Andiamo. Das Boot steuerte durch die engen Kanäle San Polos hinaus auf den Canal Grande. Dort gab der Fahrer ordentlich Gas, ihr Weg führte sie vorbei an Santa Maria della Salute rechter Hand und dem Markusplatz linker Hand. Sie näherten sich der Lichterkette des Lido. Dort legten sie an und Piero half Lupino beim Aussteigen. Es wartete ein schwarzer BMW, auf dessen Rückbank sich Lupino zwischen Piero und seinen kleineren Begleiter quetschen musste. Der BMW rollte die Gran Viale Santa Maria Elisabetta entlang zu einem weitläufigen Betonbau mit geschwungenen Formen, dem Strandbad. Der Wagen hielt und Lupino wurde von seinen beiden Begleitern in die nächtlich verlassene Anlage geführt. Er bekam neuerlich einen Schweißausbruch. Seinen Bauch krummelte es und es fehlte nicht viel, dass er sich vor Angst in die Hosen geschissen hätte. Plötzlich sah er ein Licht im Inneren des Strandrestaurants. Auf der Terrasse flackerten einige Kerzen in Sturmlichtern. Beim Näherkommen sah Lupino die massige Gestalt von Il Piccoletto, der eine gewaltige weiße Serviette umgebunden hatte und mit Genuss an einem Hummerbein saugte. Er ließ es fallen, als er Lupino sah, sprang mit einer für seinen riesigen Mann beachtlichen Behendigkeit auf, breitete die Arme aus und kam mit breiten Grinsen auf Lupino zu. Der Bate orderte zwei weitere Grappe, prostete Lupino zu, schob ihm ein prall gefülltes Kuvert über den Tisch und knurrte leise. Acchiappa il chilo, eh? Subito! Nun begann Lupino zu schwitzen. Dass der örtliche Mafia-Boss
ihn gerade beauftragt hatte, den Killer zu fassen, war eine schöne Scheiße. Und zwar subito. Danke.